Schön, dass Sie mit dabei sind zu einer brandneuen Sendung hier bei TechTime TV, dem Dream Check. Hier wird sich in Zukunft alles um neue Dreamboxen drehen und natürlich, was die so können. Und dazu ist unser Receiver-Experte im Studio, Rudi Loderbauer. Hallo. Hallo, Helena. Und sag mal, Rudi, es war jetzt ja eine ganz schön lange Zeit ruhig um die Dreamboxen, oder? Kann man so sagen, ja. Da waren auch schon Gerüchte da, kommt da überhaupt noch irgendwie was von denen? Aber jetzt hat man ein deutliches Lebenszeichen gesetzt und zwar gleich in dreifacher Form hier mit drei neuen Receivern. Und auch das schon lange angekündigte Goliath-Projekt, das soll auch demnächst kommen, 2017 auf jeden Fall, nächstes Jahr. Sehr schön, das wird die Fans, denke ich, freuen. Mhm. Jetzt wollen wir uns aber erstmal noch den aktuellen Geräten widmen, oder? Genau, wir fangen am besten mit den beiden kleinen hier an, die DM520 und die DM525. Auch geeignet neben Satellit auch für DVB-T 2 HD in Deutschland. Die Dreambox ist wieder da. Und das zur Überraschung vieler mit einer Linux E2 Einsteigerbox, der DM520, sowie in einer zusätzlichen Version mit CI-Slot als DM525, sowohl für Satellit als auch Kabel bzw. DVB-T 2. Und Dream wäre nicht Dream, wenn man nicht gleich neue Maßstäbe setzen würde. Denn verbaut ist ein brandneuer BCM73625 Broadcom 2000 MIPS Chipsatz. Das bedeutet sehr schnelle Umschaltzeiten und in der Version für Kabel und terrestrischen Empfang mit Unterstützung von HEVC H265. Somit klappt auch der Empfang des neuen DVB-T 2 Standards in Deutschland. Optisch fällt an der Vorderseite der Touch-On- bzw. Off-Sensor rechts oben auf. Außerdem ist auf der linken Seite ein Kartenleser vorhanden. Die Rückseite bietet ganz links einen USB-Service-Port. Es folgen der LNB-Anschluss, ein optischer SPDIF-Ausgang sowie HDMI für beste Bildqualität am Flachbildschirm. Ein schneller LAN-Anschluss sowie zwei USB-Ports sind ebenfalls vorhanden. Und als großer Pluspunkt kann der Receiver mit dem On-Off-Schalter auch komplett vom Netz getrennt werden. Das ist durchaus Luxus in der Einsteigerpreisklasse. Im Betrieb ist es problemlos möglich, unterschiedliche Images wie beispielsweise OpenRTV einzuspielen. Im Auslieferungszustand ist Dreambox OS auf der Box installiert. Damit sind zahlreiche Erweiterungen verfügbar. Dank der 512 MB Flash können jede Menge der Plugins heruntergeladen und installiert werden. Mit dem integrierten Media Center kann auf sämtliche Audio- und Videofiles von beispielsweise einem USB-Stick oder im Netzwerk von einem NAS zugegriffen werden. Ein Webbrowser ermöglicht das Surfen nebenbei im Internet. Dank des schnellen Prozessors bzw. H265 sind beide Boxen auch bestens für die Wiedergabe von IPTV-Streams geeignet. Spezielle Plugins sind dazu vorhanden und schnell installiert. Im Timer-Editor können unkompliziert geplante Aufnahmen hinzugefügt werden, wahlweise natürlich auch aus dem EPG heraus. Mit im Lieferumfang ist auch die bewährte und beliebte Multi-Fernbedienung. Diese liegt wunderbar in der Hand und kann neben der Dreambox auch das TV-Gerät bedienen, Batterien sind nicht inklusive. Insgesamt ist es dem Hersteller mit der Dreambox DM520 bzw. 525 hervorragend gelungen, nun auch im Linux-Einsteigerbereich erfolgreich Fuß zu fassen. Beide Receiver punkten durch den im Vergleich zu anderen Geräten dieser Preisklasse deutlich schnelleren Prozessor sowie durch die zukunftssichere HEVC H265-Unterstützung. Die Dreambox DM520 ist für 129 Euro, die DM525 für 149 Euro im Handel oder online erhältlich. Neben der SAT- bzw. Hybridbox wird es bald auch eine Kombo-Variante geben. Also eine kleine preisgünstige Box in mehreren Varianten und für IPTV gibt es da auch spannende Lösungen, oder? Allerdings ist ja ein Top-Thema momentan IPTV. Es gibt diverse Streaming-Boxen. Wir haben ja auch schon ein paar vorgestellt oder auch die Mac 254 ist, glaube ich, so der Spitzenreiter momentan, was die kleinen Boxen angeht, die man dafür verwenden kann. Und es lohnt sich ja auch, unkodiert quasi Programme aus der ganzen Welt sehen, ohne Satzspiegel. Das ist schon sensationell. Die Dinger gehen wahnsinnig gut. Aber Problem natürlich, ich brauche noch eine Box dazu. Schöner wäre es, ich hätte alles in einer Box und muss nicht fünfmal rummachen mit diversen Fernbedienungen. In einer ist es kompakt zusammengefasst und praktisch. Und da bastelt man ja bei Dream momentan auch kräftig dran. Sehr schön. Und ganz nebenbei haben Sie auch noch ein neues Flaggschiff. Das hier, ja, genau. Die DM900 ist da.
UHD jetzt auch angekommen bei Dream Multimedia und zwar in einer sehr, sehr guten Form und auch sehr, sehr günstig das Ganze. Dream präsentiert mit der DM900 seine erste 4K-Box mit HEVC H265. Und die hat es wirklich in sich. Für einen Preis von 299 Euro bekommt man einiges für sein Geld. Der Dual-Core-Prozessor mit satten 12.000 DMIPS und 2 GB RAM sorgt für schnelle Umschalt- und Bootzeiten. Vom ausgeschalteten Netzschalter bis zum laufenden Programm vergehen nicht einmal 10 Sekunden. Optisch ist die DM900 sehr gelungen. Neben dem Touch-On-Off-Sensor ist rechts ein sehr gut lesbares 3 Zoll LC-Display zu finden. Demnächst sollen dafür auch Pick-Ons kommen. Unter der Klappe auf der linken Seite liegen ein USB 3.0-Port, ein CI-Slot und ein Kartenleser sowie ein SD-Kartenslot. Die Rückseite präsentiert links den Plug-and-Play Dual-SAT-Tuner. Dieser kann bequem durch einen Dual-Kabel bzw. DVB-T2 HEVC-Tuner ausgetauscht werden. In Kürze wird es hierfür sogar einen speziellen Triple-Tuner geben, der SAT, Kabel und T2 kombiniert. Neben einem Mini-USB-Service-Port sowie einem optischen SPDIF-Ausgang folgen HDMI-Out und In. Dieser HDMI-Eingang kann mit einem schon vorhandenen Plugin von Gute Mine voll aktiviert werden. Ganz wichtig, ein Netzschalter ist vorhanden, um die DM900 komplett vom Strom zu trennen. Netzwerkeinbindung und ein weiterer USB 3.0-Port sind ebenfalls vorhanden. Ein Einschub für eine 2,5 Zoll Wechselfestplatte rundet die Rückseite schließlich ab. Im Betrieb läuft die DM900 mit der hauseigenen zuverlässigen Dreambox OS-Firmware. Die Umschaltzeiten sind flott, auch bei den 4K-Kanälen. Sämtliche Erweiterungen sind aus dem Feed zum Download bereit. 4 GB Flash sind mehr als ausreichend dafür. HBBTV ist bereits vorinstalliert und sämtliche Mediatheken starten schnell und laufen flüssig. Natürlich kann im Netzwerk auf sämtliche Files zugegriffen werden oder es können auch Dateien von externen Medien wie einem USB-Stick im vorinstallierten Mediacenter wiedergegeben werden. Die IPTV-Einbindung ist ebenfalls kinderleicht. Beispielsweise mit der Software Dreambox Edit können die Kanallisten editiert und weitere Bouquets hinzugefügt werden. Hier zum Beispiel den TechTime TV HD Stream einbinden, auf die Box übertragen und schon kann jeder IPTV Stream als M3U-File auch in die Kanalliste eingebunden werden. Einfacher geht es wirklich nicht. Das Warten hat sich gelohnt. Die neue Dreambox DM900 bietet wirklich alles in einer Box. UHD mit HEVC H265. Einen flexiblen Wechseltuner, wahlweise für SAT oder auch Kabel und DVB-T2 HD. Sowie zuverlässige und direkte IPTV-Einbindung. Definitiv eine klare Empfehlung der TechTime TV-Redaktion. Die DM520, die DM525 und die DM900 Ultra HD. Drei schöne Varianten. Ich würde sagen, vielleicht für unter den Weihnachtsbaum. Ja, definitiv. Und es gibt natürlich noch viele weitere Ideen. Wir gucken mal, was da das neue Jahr so bringt, oder? Ja, wir hoffen ja eben auf das schon angesprochene Goliath-Projekt. Bin gespannt, was das genau umfassen wird. Und da berichten wir natürlich dann aktuell darüber. Und das war es mit der ersten Folge des Dreamcheck. Rudi, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.